Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems in Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und dieses Video behandelt Protokolle. Und zwar braucht es kompatible Protokolle. Es gab in den frühen Anfangszeiten des Internets gab es ganz viele unterschiedliche Protokolle und Standards. Jeder Hersteller hatte so sein eigenes Ding. Das war zum Beispiel IPX, SPX, Internet Packet Exchange, Sequence Packet Exchange von Novell. Dann gab es natürlich AppleTalk, dann gab es noch TechNet, das Xerox Network, und die waren natürlich alle nicht kompatibel untereinander. Heutzutage, wenn wir uns das Internet ansehen, ist das ganz anders. Wenn wir jetzt mit dem Internet kommunizieren möchten, dann ist alles standardisiert oder sehr vieles ist standardisiert und unterschiedliche Hersteller sind miteinander kompatibel. Man kann Netzwerkequipment von Cisco kaufen, man kann Netzwerkequipment von Dell kaufen und die funktionieren untereinander. Und das wurde erreicht, indem man sogenannte Layers eingeführt hat. Und zwar gab es 1984 den Ansatz, dass man das Internet in diese OSI-ISO-Layer eingeteilt hat. Das ist eine Einteilung in die Physical Layer, in den Data Link Layer, Network, Transport, Session, Presentation und Application. Das erwähne ich noch der Vollständigkeit halber. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Wenn wir uns heute anschauen, wie das Modell aussieht, dann haben wir unten den Link Layer, das ist Layer 2. Dann haben wir die Internetschicht mit den IP-Paketen, hier die Transportschicht mit TCP und UDP und hier oben dann die Applikationsschicht. Und das funktioniert so, wenn man jetzt Daten verschicken möchte aus Anwendungssicht, dann übergibt man diese Daten dem Netzwerksocket. Der Netzwerksocket, der fügt noch ein TCP-Header hinzu, dann ist es auf der Transportschicht. Diese Transportschicht gibt dann diesen TCP-Header mit Daten weiter an die Internetschicht. Diese fügt noch ein IP-Header hinzu. Und dann auf Layer 2 wird noch der Ethernet-Header hinzugefügt und dann wird dieses Paket dann abgeschickt und es kommt dann hoffentlich beim Empfänger an. Bezüglich diesem OSI-ISO-Referenzmodell und dem Internetmodell, also da gibt es auch ganz viele verschiedene Literatur, die das aufgreift. Da möchte ich nicht genau darauf eingehen. Das wird sicher auch nicht prüfungsrelevant sein, denn je nachdem, wo man schaut, heißen die Layer auch ein bisschen anders. In der Cisco Academy haben sie jetzt die vier Layers. Dann bei Stallings in seinem Buch, er hat fünf Layers. Tannenbaum hat ebenfalls fünf Layers. Die heißen dann zum Teil noch auch unterschiedlich. Hier Data Link und hier Network Access. Das heißt, auf diese Namensgebung, da würde ich jetzt nicht genau darauf eingehen. Es ist einfach wichtig zu wissen, wie diese Layers funktionieren, aber nicht notwendigerweise, wie sie jetzt genau heißen. Und wie sie funktionieren, das sieht man wie folgt. Das ist eine Grafik hier ebenfalls von Wikipedia genommen. Das ist diese Grafik hier, die gut veranschaulicht, wie dieser Layer-Mechanismus funktioniert. Das heißt, auf Layer 5 wird über ein Layer 5-Protokoll zwischen diesen Instanzen wird kommuniziert. Das heißt, Layer 5, wenn er mit dieser Instanz kommuniziert, dann hat er hier sein eigenes Protokoll. Was aber passiert ist, dass dieser Layer 4 hier einen Dienst anbietet. Das heißt, Layer 5 kann dann diese Nachricht entweder hier diesem Layer 4 weitergeben oder aber auch empfangen. Und dieser Layer 4 wiederum hat sein eigenes Protokoll, das mit der entsprechenden Gegenstelle hier ebenfalls auf Layer 4
mit einem gemeinsamen Protokoll kommunizieren kann. Das geht so weit runter, bis man dann auf der physischen Schicht ist, wo dann die Daten tatsächlich übertragen werden. Das ist diese Definition genau. Das heißt, der darunterliegende Layer bietet jeweils einen Service an, wo man Daten dann entweder empfangen oder senden kann. Aus Sicht Layer 3 enthaltet die Protocol Data Unit, IP-Header, TCP-Header und die Daten. Und aus Sicht Layer 3 der Service Data Unit, das enthält dann den TCP-Header und die Daten, die von dem darübergehenden Layer gekommen sind. Also das ist der Unterschied zwischen einem Service Data Unit, einem Protocol Data Unit, jetzt in diesem Beispiel aus Sicht Layer 3. Und so funktioniert das dann mit diesen Schichten. Das heißt, man hat hier als Beispiel einen Server hier, einen Client hier. Der Client, der will Daten schicken, es geht dann durch die Anwendungsschicht, wird es dann weitergeben an die nächste Schicht, bis es dann zu Transportvermittlungsschicht, Sicherungsschicht und Bitübertragungsschicht, bis dann das Paket fertig ist, dann wird es aufs Übertragungsmedium gesendet und es wird hier auf der Gegenseite empfangen, da geht es wieder den Turm rauf, bis es dann beim Server bei der Applikation ankommt. Der kann dann auf diese Anfrage reagieren und dann wieder zurückschicken. Das heißt, es geht wieder hier runter zum Übertragungsmedium und dann wieder diesen Protokollturm rauf. In dieser Vorlesung schauen wir uns nur die Schichten 4 und höher an. Das heißt, die Schichten 3, 2, 1 werden wir uns nicht genau anschauen. Und wenn euch das interessiert, dann kann ich euch die Vorlesung von Laurent Metzger empfehlen, Computernetzwerk. Dort geht ihr auf diese Schichten ein und sicher noch detaillierter in die weiteren Schichten ebenfalls. Gut, dann starten wir mit TCP. Das verwenden wir sehr häufig. Und zwar, wenn ich jetzt jeweils eine Seite hier zeige, zum Beispiel diese Wikipedia-Seite, dann geht das über TCP. Und TCP ist ein zuverlässiges Protokoll. Es ist zuverlässig, das heißt, wenn mal ein Paket verloren geht, dann wird es nochmals neu geschickt. Das heißt, es kann dann zum Beispiel verloren gehen unterwegs, wenn jetzt ein Router überlastet ist, wenn er mit dem Traffic nicht mehr nachkommt und die Pakete dann droppt, einfach vergisst oder löscht, dann wird das eben anhand dieser Sequenznummer festgestellt und das Paket kann dann nochmals nachgefragt werden. Die Pakete, die sind auch geordnet. Das heißt, wenn jetzt die Applikation ein Paket empfängt, dann wird es in der richtigen Reihenfolge sein, weil anhand der Sequenznummer kann man auch herausfinden, was die Reihenfolge sein sollte von diesem Paket. Um den Empfänger nicht zu überlasten, gibt es noch einen Receiver-Window. Dort kann der Empfänger angeben, wie viel Daten das er empfangen kann, um eben den Empfänger nicht zu überlasten. Weiterhin ist noch eine Checksum drin, eine 16-Bit-Checksum, wo man dann feststellen kann, ob jetzt die Daten korrekt angekommen sind oder nicht. Der ganze TCP-Overhead, der ist mindestens 20 Bytes, kann auch ein bisschen mehr sein, je nachdem, welche Flags und welche Optionen sonst noch gesetzt sind. IP hat ebenfalls ein Overhead, das ist ebenfalls 20 Bytes und das Ethernet-Frame hat ein Overhead von 18 Bytes. Das heißt, wenn man jetzt ein Byte Daten schicken möchte und das in ein Paket verschickt, dann verschickt man eigentlich 1 plus 20 plus 20 sind 41 plus 18 sind 59. Dann, ja, 59, das sind 59 Bytes,
die man dann verschickt, und ein Byte davon sind eigentlich Nutzdaten. Genau, das Format könnt ihr euch gerne hier anschauen. Eben da gehen wir jetzt nicht auf die Details drauf ein, das nur als Überblick. Und ihr müsst euch auch nicht Gedanken machen, wenn jetzt eine Leitung oder eine Route im Netzwerk über einen Router geht, der jetzt die Daten verliert. TCP wird die Pakete dann antworten oder nochmals antworten, die verloren gegangen sind, so dass eigentlich der Anwender davon nichts mitkriegt. Wobei nichts mitkriegt, es gibt dann natürlich eine größere Latenz. Man stelle sich vor, der Rechner ist irgendwo in Amerika, da muss das nochmals nachgefragt werden. Das heißt, da gibt es sicher ein paar hundert Millisekunden Latenz. Das heißt, der Benutzer kriegt es mit, aber er bekommt dann immer noch seine Daten. Um eine Verbindung herzustellen, braucht es einen Handshake. TCP hat hier einen Three-Way-Handshake mit SYN, SYNACK und ACK. Das ist hier. Wir haben zwei Hosts. Zuerst schickt man einen SYN, dann bekommt man einen SYNACK und schickt dann einen ACK. Und das führt ebenfalls dazu, dass wenn man weit entfernt ist, dass man hier eine gewisse Zeit warten muss. Also wenn die Hosts zum Beispiel 100 Millisekunden voneinander entfernt sind, dann kommt diese Nachricht 100 Millisekunden später an. Diese Nachricht bekommt ihr dann noch 200 Millisekunden und der Host 3 bekommt diese Nachricht noch 300 Millisekunden. Das heißt, dann erst wurde dieser Handshake abgeschlossen. Und bezüglich der Sequenznummer, dort gibt es ganz viele Details. Die wird dann zufällig gewählt, weil wenn man das nicht zufällig wählt, kann man diese Sequenznummern auch vorhersagen und es sind dann gewisse Angriffe möglich. Bei der Connection Termination ist es ähnlich. Dort gibt es ein FIN, FIN, ACK und ein ACK. Das funktioniert so, indem zuerst ein FIN geschickt wird, dann ein ACK und ein FIN, die können gleichzeitig geschickt werden und ebenfalls dann noch ein Acknowledge. Und hier ebenfalls muss hier die Latenz berücksichtigt werden, wenn man eben die Hosts in unterschiedlichen Regionen hat oder wenn sie weit auseinander sind, dann dauert es auch eine Weile, bis diese Connection dann sauber heruntergefahren ist. Mit diesen Sequenznummern und den Bestätigungen kann man jedes Paket bestätigen. Wenn man natürlich ein Paket nicht bestätigt, dann weiß man, hey, da fehlt was. Und anhand den Sequenznummern kann man auch die Reihenfolge wiederherstellen. Und da gibt es diverse Optimierungen und noch Erweiterungen bei TCP. Wenn man zum Beispiel wenn man kein Acknowledge bekommt und man zum Beispiel bereits zweimal den Roundtrip abgewartet hat, dann kann man es nochmal senden. Oder wenn man dann zum Beispiel dreimal das gleiche Acknowledgement kriegt für ein Paket, aber die vorherigen Acknowledgements noch nicht gekriegt hat, dann kann man ebenfalls schnell, also ein Fast Transmit machen und schnell diese Pakete nochmals schicken. Das sind Optimierungen, die TCP macht, um eben die Latenz klein zu halten. Das heißt, wenn die Hosts voneinander entfernt sind, weit entfernt sind, dann kann man mit diesen Mechanismen die Latenz klein halten. Bei TCP unterscheidet man zwischen Flow Control und Congestion Control. Bei Flow Control geht es darum, dass der Sender nicht den Empfänger überlastet. Das heißt, es gibt dort ein Sliding Window und der Empfänger gibt jeweils an, wie viele Daten verarbeitet werden kann. Auf der anderen Seite gibt es Congestion Control. Dort versucht man, die Pakete so zu schicken,
dass sie die Routen im Internet nicht überlasten oder dass es dort zu keinen Bottlenecks kommt. Und zwar wird das mit einem Slow Start gemacht, den man hier schön sieht. Das ist, das funktioniert wie folgt, dass man mit einem Wert anfängt und dann sendet man mehr und mehr und mehr Daten, bis man dann einen Timeout bekommt. Das heißt, man bekommt dann für dieses Paket dann keine Bestätigung und man setzt dann den Threshold auf die Hälfte. Dieses Timeouts fängt dann wieder von vorne an, bis man diesen Threshold erreicht. Dann geht es noch linear weiter, bis dann mal wieder ein Paket verloren geht. Dann geht es wieder runter und bis dann wieder dieser Punkt erreicht wird, wo es dann linear weitergeht, und so kann man dann die Pakete in einer Geschwindigkeit schicken, wo es zu möglichst wenig Paketverlust kommt. Um das müssen wir uns als Entwickler aber nicht kümmern. Das heißt, das ist mal gut, dass man es weiß, wie es funktioniert. Es ist auch gut zu wissen, wie das die TCP, dass der Handshake funktioniert, wie das die internen Mechanismen funktionieren. Es gibt dann zum Beispiel den Mechanismus von Nagle. Beim Nagle-Algorithmus geht es darum, das ist dieser Algorithmus hier, darum, dass man Daten aggregiert, weil dieser Mensch hat ein Problem. Sobald er zum Beispiel bei einem Terminal saß und nur ein Zeichen eingegeben hat und das Zeichen dann übertragen worden ist, das ein Byte übertragen worden ist, dann hat er einen Overhead von 20 Bytes bei TCP, 20 Bytes bei IP gehabt, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass 41 Bytes über das Netz geschickt worden sind. Das heißt, er hat da einen riesigen Overhead gehabt. Und mit diesem Algorithmus, den kann man einschalten und der wird dann diese Daten aggregieren. Und wenn dann nach einer gewissen Zeit nichts mehr kommt, dann werden die Daten weitergeschickt. Wenn man das weiß, und jetzt zum Beispiel die Latenz möglichst klein halten muss, dann weiß man, okay, diesen Algorithmus muss ich sicher ausschalten. Da gibt es genügend Berichte und Blogs im Netz, die dieses Verhalten beschreiben. Hier ein Blog, das ist relativ neu, Oktober 14, 2020, der ist darüber gestolpert, über 40 Millisekunden, die immer da waren, bis er dann herausgefunden hat, es ist der Algorithmus von Nagle, der eben das so macht, dass er diese Daten aggregiert und erst nach 40 Millisekunden in diesem Fall diese Daten dann weiterleitet. Er hat es dann ausgeschaltet und dann waren diese 40 Millisekunden weg. Gut, noch zum Unterschied Flow Control, Congestion Control. Auf dieser Stack Overflow Seite gibt es eine gute Beschreibung, was der Unterschied ist zwischen Flow Control und Congestion Control. Bei Flow Control geht es darum, den Sender nicht zu überlasten, und bei Congestion Control geht es darum, dass man keinen Stau im Netz verursacht oder dass möglichst wenig Pakete verloren geht, wenn man jetzt ein Datenpaket von A nach B schickt oder einen Datenstrom von A nach B schickt. Nun, wie sieht die Sichtweise auf TCP/IP von einem Applikationsentwickler aus? Ich habe dazu ein Beispiel vorbereitet. Das Repo, das gibt es online, und zwar auf github.com. Dort habe ich ein Repo FS21, dort habe ich meine Beispiele drin. Und jetzt klonen wir das mal. Oh, ich muss mich noch anmelden. Da muss ich mich noch kurz anmelden. Das ist
dieses Repo hier. Wenn ihr das klonen möchtet, dann vermutlich mit HTTPS, weil ihr keinen Zugriff für dieses Repo habt. Das heißt, HTTPS reicht eigentlich. Und ich habe es auf diesem Laptop auch noch nicht geklont. Das heißt, ich mache das gleich mal. Git Clone. Git werden wir uns übrigens in der Vorlesung auch noch anschauen. Das ist ein Tool zum Source Code Management. Und mit Git kann ich jetzt dieses Repository hier klonen, dass ich es lokal zur Verfügung habe. Das machen wir. Jetzt habe ich das Repository geklont und ich kann ins Repository auch reingehen, schauen, wie es aussieht. Und da sehe ich eigentlich die gleichen Files, die ich hier ebenfalls sehe. Ich habe Beispiele vorbereitet, wie man zum Beispiel einen Server schreiben kann mit Go, mit Node, also mit JavaScript und mit Java. Wenn ihr Go entwickelt, dann kann ich euch Golang empfehlen. Es gibt aber noch andere Editoren. Es gibt Visual Studio Code, den ihr verwenden könnt. Soweit ich weiß, sind die JetBrains-Produkte für Studenten kostenlos. Das heißt, dort könnt ihr euch mit der Ost-E-Mail-Adresse anmelden und dann solltet ihr eine Lizenz kriegen. Das gilt für IntelliJ, für WebStorm, für PHP Storm, also für alle Umgebungen von JetBrains. Ich habe Golang bereits installiert. Starte ich es kurz. Und zwar, muss ich das Projekt noch öffnen. FS21, ich öffne dann direkt FS21 und das ist dieses Projekt hier. Mein Rechner ist auch nicht mehr der schnellste. Und hier haben wir die Serverkomponente. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir hören auf Port 8081 TCP und haben dann in einer Vorschlaufe, hier kommen jeweils die Connections rein. Also wir hören auf diesen Listener, kommt da eine Connection rein. Wenn ja, dann lese ich den String aus, gebe ihn to upper aus, das heißt uppercase, und schreibe ihn dann wieder zurück. Das ist eigentlich relativ simpel und eben von dieser ganzen Komplexität mit den Paketen, Sequenznummer, mit dem Three-Way Handshake, mit dem Congestion Window, das bekommt man alles nicht mit über. Es gibt die Möglichkeit, ein paar Parameter zu steuern, wie zum Beispiel, wenn man eine Connection macht, den TCP No Delay, das ist eben der Algorithmus von Nagel, der die Pakete dann aggregiert und dann aggregiert schickt. Also ein paar Sachen kann man konfigurieren, aber eben nicht viel. Und das wird alles weg abstrahiert. Das heißt, als Applikationsentwickler beschäftigt man sich hier mit diesem Code. Das ist ein paar Zeilen. Und damit kann man jetzt mit einer beliebigen Programmiersprache Server und Clients erstellen. In diesem Beispiel habe ich einen Server in Go geschrieben. Den können wir auch starten. Und zwar starten wir ihn über diese Run-Methode. Wir müssen noch das File angeben, was ist
Server. Und so, jetzt habe ich es auch angegeben. Jetzt können wir das auch starten. Und wir sehen Launching Server und ich warte jetzt auf eine eingehende Nachricht. Gut, dieses Programm kann man auch kompilieren, so dass es auf der virtuellen Maschine läuft. Ich habe ja euch ja eine virtuelle Maschine zur Verfügung gestellt und wie man das genau macht, wie man das genau installiert, das werden wir noch im Admin-Teil sehen. Der Server läuft nun auf Port 8081 und wir können jetzt einen ganz einfachen Client erstellen. Dieser kann dann auch über die Kommandozeile zum Beispiel erstellt werden. Hier habe ich einen Client, der Starter Client, diesen hier. Das ist Netcat, das ist ein kleines Utility, welches mir eine TCP-Connection aufmacht. Den kann ich jetzt starten und nun kann ich Hallo, das ist ein Test angeben und ich bekomme dann von diesem Go-Server Hallo, das ist ein zurück in Uppercase zurück. Das kann man natürlich auch noch mit anderen Programmiersprachen, das funktioniert überall gleich. Hier habe ich eine Node-Version. Dazu starte ich am besten WebStorm, eine andere IDE. Und es gibt natürlich noch weitere IDEs, wenn man JavaScript, TypeScript schreibt. Und zwar gibt es hier eine gute Liste, Visual Studio Code zum Beispiel. Sublime, WebStorm, das verwende ich. Atom, Cloud9 kenne ich jetzt nicht. Eclipse war früher mal, wurde früher mal verwendet. IntelliJ kann man genauso gut WebStorm verwenden. Auf jeden Fall gibt es auch hier ganz viele Ideen dazu. Und ich mache jetzt das Projekt ebenfalls mal auf und werde dort den Server starten. Das ist FS21. Und kann hier den Server laufen lassen. Jetzt läuft auch mein Laptop gut. Da sehe ich wieder das Gleiche. Vom Code her sieht das vergleichbar aus wie die Go-Version. Das heißt, man hört auch auf Port 8081. Und was man dann macht, ist, sobald etwas reinkommt, dann schickt man dann to uppercase zurück. Und das können wir sehen, dass hier das Gleiche zurückgeschickt wird. Machen wir nochmals das Gleiche. Hallo, Test 1, 2, 3, Test. Und das wird jetzt ebenfalls von diesem Server beantwortet, to uppercase und kommt dann zurück. Das heißt, es spielt eigentlich keine Rolle, wo man mit welcher Sprache man TCP verwendet. Es ist untereinander kompatibel. TCP macht, dass man eben einen Datenstrom hin und her schicken kann. Das heißt, dass wenn Pakete dann unterwegs verloren gehen oder die Reihenfolge wechseln, dann macht TCP, dass es geordnet ankommt und wenn ein Paket verloren geht, fragt er dieses Paket nochmals an.
Wenn ihr Node laufen lassen wollt, das könnt ihr natürlich auch auf diesem Image, das ich euch bereitstelle. Wie gesagt, dort im Admin-Teil zeige ich euch, wie man das machen kann. Und das ist der gleiche Server nochmals in Node, also in JavaScript geschrieben. Das findet ihr ebenfalls hier unter diesem Repository. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Auf der Java-Seite verwende ich IntelliJ. Es gibt natürlich andere IDEs, es gibt Eclipse und NetBeans. Dort habe ich jetzt mal einen Client implementiert. Und zwar starte ich jetzt IntelliJ. Ich habe dazu ein Gradle-Projekt. Das sieht man bereits hier. Build.gradle. Jetzt starte ich IntelliJ. Muss ich noch das Verzeichnis auswählen. FS21. Und jetzt wird es gestartet. Es hat erkannt, dass es ein Gradle-Projekt ist. Dort habe ich meine Dependencies drin, wobei ich noch keine Dependencies habe. Also build.gradle sieht noch relativ leer aus. Und meine Sourcen sind hier drin. Die aktuellste Version ist Java 14, respektive Java 15. Ich lade in dem Fall das neueste JDK herunter. Nehmen das Oracle JDK und damit verwende ich die neueste Java-Version. So, jetzt hat der Java 15 installiert und jetzt läuft noch mein Dienst. Nein, den läuft nicht mehr, dann starte ich ihn wieder. Launching Server und jetzt kann ich ebenfalls noch den Client launchen hier. Und was ich dann hier schicke, anybody there, was ich dann zurückbekomme, anybody there. Und das wird vom Server von diesem hier beantwortet und hier sehen wir bereits, dass die Kommunikation auch unter den verschiedenen Programmiersprachen problemlos funktioniert. Also da können wir, anstatt wir den Go-Server haben, können wir Node laufen lassen. Starten wir den Server und hier können wir die gleiche Anfrage nochmals tätigen und wir werden die gleiche Antwort zurückbekommen. In der Theorie. So, hier gebe ich noch ein Backslash Newline mit, dann lasse ich den wieder laufen. Dann funktioniert es auch damit. Hier und ich bekomme hier Is anybody there zurück. Das kann ich dann noch committen als Bugfix, weil hier mache ich einen Readline beim Client und wenn ich keinen Backslash N mitschicke, dann weiß er nicht, dass es sich hier um eine neue Linie handelt. Was das Project Setup angeht, das ist quick and dirty. Das heißt, ich habe hier diverse Programmiersprachen in einem Folder. Ich habe Java, ich habe Node drin, ich habe Go drin. Macht das nicht. Und auch wenn ihr jetzt das Beispiel ausprobiert und dann IntelliJ offen habt, GoLand offen habt, der auf das gleiche Verzeichnis zeigt, dann kann es sein, dass dort auch dass das IntelliJ
dort Probleme bekommt. Das heißt, wenn ihr ein Project Setup macht, dann bitte teilt diese Folder auf, und das ist nur zu Demonstrationszwecken so. Sollte man eigentlich so nicht machen. Genau, hier habe ich sogar geschrieben, Bad Idea. Macht das lieber nicht. Wichtig ist eben, dass man über TCP/IP mit einer beliebigen Programmiersprache untereinander kommunizieren kann. Das heißt, wenn man Dienste hat, die können in Go, die können in Node, die können in Java geschrieben sein, die können alle über TCP/IP miteinander kommunizieren. Mit NETCAT, das habe ich auch bereits gezeigt, das ist ein Command Line Utility, das über das auch Abfragen gemacht werden können. Das heißt, ich kann hier ebenfalls eine Abfrage machen. Wenn man kurz etwas austesten möchte, hilft NETCAT bei solchen Sachen. Also hier kann man jetzt zum Beispiel ebenfalls noch einen Server starten. Dazu muss ich den Server, der jetzt läuft, auf 8080 kurz abbrechen, respektive stoppen. Den habe ich jetzt gestoppt. Und mit NETCAT kann ich jetzt hier listen auf Port 8081 zum Beispiel. Und hier kann ich mich auf 8081 connecten, Hallo reinschreiben. Und dann sieht man hier oben, es ist dann angekommen. Das heißt, wenn man mal das Netzwerk austesten möchte, ist NETCAT eigentlich ein gutes Tool, um zu sehen, ob da eine Verbindung überhaupt besteht. Für den Challenge Task, das werde ich ebenfalls nochmals im Admin-Video zeigen, wie man dann auf die VM connecten kann. Dort habe ich ein Mapping gemacht, welches den Port 8888 auf Port 80 mappt, aber dazu später mehr im Admin-Teil. Wenn man mal tief in das Protokoll eintauchen muss, dann bietet sich Wireshark an. Das werden wir in der Vorlesung sehr wahrscheinlich nicht brauchen. Aber dort sieht man dann, was dann auf IP-Ebene läuft, was auf TCP-Ebene läuft, und dort kann man dann genau analysieren, welche Pakete, also Syns, ACKs angekommen sind, wer was hin und her geschickt hat. Das ist mehr für die Netzwerkanalyse. Wenn man Protokolle entwickelt, wird man das brauchen. In unserer Vorlesung wird das wahrscheinlich weniger der Fall sein. Da reichen andere Tools. NETCAT hilft dann auch immer, um eben zu sehen, ist die Konnektivität überhaupt da oder blockiert irgendwas. Das heißt, das ist, wenn alles schief geht, dann hilft nur noch Wireshark. Wir haben uns bis jetzt nur TCP angeschaut. Das heißt, dort werden Pakete unverschlüsselt im Netz geschickt, es sei denn, die Applikation verschlüsselt die Daten, das macht sie aber in der Regel nicht. Und um die Pakete zu verschlüsseln oder um den Stream zu verschlüsseln, verwendet man TLS, Transport Layer Security. Transport Layer Security, dazu gibt es auch einen sehr guten Link hier, könnt ihr euch gerne mal nachlesen. Das ist dieser Link hier. Genau, das ist ein ausführlicher Bericht über TLS, wie es funktioniert, was Vor- und Nachteile sind. Und TLS baut auf TCP auf. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was dann bei einem Verbindungsaufbau passiert, dann ist das zuerst SYN-ACK. Und dann kommt ein ACK zurück. Das heißt, das ist der TCP-Handshake. Wir sollten natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass wenn diese zwei Entitäten, das heißt, wenn dieser Benutzer und der Server weit weg sind, zum Beispiel 100 Millisekunden weit weg,
Dann dauert das hier 100 Millisekunden, das hier 200 Millisekunden. Dann kommt der TLS Handshake und beim TLS Handshake schickt der Client zuerst ein Client Hello, schickt dann noch Informationen, was er alles für Algorithmen kennt und verwenden könnte. Das kann man hier nachlesen. Das ist dieser Link hier. Hier sieht man eine Liste von Algorithmen, was man verwenden soll oder welche Versionen, welche Algorithmen verwendet. Das heißt, das wird bei Nummer 1 gemacht. Das heißt, diese Information geht wieder an den Server. Es vergehen wieder 100 Millisekunden. Dann schickt der Server ein Hello zurück und sagt dann, das ist mein Zertifikat und übrigens hier hast du noch ein paar zufällige Zeichen, damit dann ein Schlüssel generiert werden kann. Das geht ebenfalls wieder 200 Millisekunden. Das heißt, hier warten wir 100, 200, 300, 400 Millisekunden. Dann kommt der Key Exchange. Das heißt, hier kann ich jetzt einen Schlüssel erstellen, schicke den dann zurück und bekomme dann eine Antwort, ja, jetzt ist gut. Das heißt, ich musste hier 100, 200, 300, 400, 500, 600 Millisekunden warten, bis ich überhaupt die ersten Daten schicken kann. Das heißt, Time to First Byte, eine Abkürzung TTFB, ist hier 600 Millisekunden, bevor ich nur überhaupt ein Byte schicken kann. Und danach die Verschlüssel der Channel ist verschlüsselt, das heißt, die Daten können unterwegs nicht mehr abgehört werden. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, aber eben dieser Connection-Aufbau mit TLS, mit diesem Three-Way-Handshake und dann diesem TLS-Handshake. Da braucht man drei Roundtrips, bis diese Verbindung aufgebaut worden ist. Und erst dann können die Daten geschickt werden. Und im Netz gibt es gute Tools, die einem zeigen, wie lange das so etwas geht. Wenn man zum Beispiel einen Server in der Schweiz hat und man macht einen Request aus den USA, wie lange das es geht, bis das erste Byte geschickt wird. Ein Beispiel so einer Webseite ist zum Beispiel diese hier. Hier kann man jetzt angeben, ich möchte die folgende Seite testen. Ich gebe hier HTTPS DSL HSR.ch ein und möchte das zum Beispiel von Los Angeles testen. Da kann man noch diverse Sachen angeben, aber das reicht jetzt mal. Ich starte den Test. Und hier sehe ich, dass die komplette Seite nach 2,4 Sekunden geladen worden ist. Die Seite ist auch relativ klein, also 17,1 Kilobyte. Und hier unten sieht man, wie lange das dieser Handshake geht. Also hier muss man den Namen auflösen, DSL HSR-CH. Dann gibt es hier diesen TCP Connect. Dann gibt es den SSL Handshake. Und hier muss er dann noch warten. Und nach dieser Zeit ist er dann soweit, dass er die ersten Daten schicken kann. Das heißt, das erste, was er gekriegt, ist ungefähr ich würde sagen, nach circa 800 Millisekunden hat er die ersten Daten gekriegt. Das heißt, hier Time to First Byte ist bei ungefähr 800 Millisekunden, was natürlich ein bisschen lang ist. Das war jetzt von Los Angeles. Wenn wir uns anschauen, wenn es noch weiter weg ist, also Australien, je nachdem, wo es ist, hier ein Beispiel von Sydney, da geht es 300 Millisekunden, also ein Weg ungefähr 150 Millisekunden, beide Wege 300 Millisekunden.
Andere Orte, die sind mit 330 Millisekunden erreichbar, das heißt ein Weg 165 Millisekunden. Mit drei Roundtrips sind das fast 990 Millisekunden und das ohne dass überhaupt ein Applikationsbyte geschickt worden ist. Das heißt, das ist nur, wird nur darauf verwendet, um die Verbindung herzustellen. Da gibt es aber Abhilfe. Und zwar habt ihr ganz kurz auf dieser Seite gesehen, da gibt es mehrere Versionen von SSL und TLS. Und TLS 1.3, das ist noch relativ frisch, wurde im August 2018 verabschiedet. Und dort hat man dann von diesem zweimal Roundtrip, den wir hier gesehen haben, hier macht man dann nur noch einen Roundtrip mit TLS 1.3. Das heißt, neu mit TLS 1.3 wird es so sein: Man schickt an einen SYN, es kommt ein SYN-Akt zurück, man bekommt einen Akt zurück und dann schickt man einen Client Hello bereits mit einem Key Share, bekommt einen Server Hello, die Zertifikate und ist dann soweit fertig. Und ab hier können dann die Applikationsdaten geschickt werden. Das heißt, jetzt im Fall von Australia, Time to First Byte nicht mehr bei 990 Millisekunden, sondern bei 660 Millisekunden. Das ist schon ein bisschen angenehmer. Aber hier ist es auch wichtig, dass man den Service nahe zum Benutzer stellt. Das heißt, die Latenz, die bleibt. Also das ist eine konstante. Das ist die Lichtgeschwindigkeit und da kann man die Daten nicht schnell übertragen. Und wegen dem ist es wichtig, dass die Dienste nahe beim Benutzer sind. Und das wird in der Regel über ein CDN erreicht, ein Content Distribution Network, wo man die Inhalte möglichst nahe an den Endkunden platziert. Wenn man vorher bereits eine aktive Verbindung gehabt hat, ist es sogar möglich, den TLS mit einem Zero Roundtrip aufzubauen, weil man eben vorher schon bereits die Schlüssel ausgetauscht hat. Das heißt, dort könnte sich nochmals die Latenz verkleinern. Und das Gute daran ist, bei TLS 1.3, wenn wir schauen, wie viele Webseiten das bereits verwenden, dann sehen wir, CAN-IUs, 90% der Webbrowser verwenden bereits TLS 1.3. Das heißt, die Server dort sollten noch nachziehen und ebenfalls TLS 1.3 unterstützen. Dann werden die Webseiten einiges schneller, respektive diejenigen, die weiter weg sind. Ebenfalls ein guter Artikel ist über TLS 1.3 hier hinter diesem Link hier. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Hier geht es ins Detail, was es ist, wie das funktioniert. Genau. Es geht aber noch besser und zwar Quick, respektive HTTP3. Das ist eine Bestrebung, dass man jetzt von den zwei Roundtrips auf eine Roundtrip runterkommt und für bekannte Verbindungen auf null Roundtrips. Es hat eine Sicherheit, die ist schon eingebaut. Das heißt, alles wird verschlüsselt. Es gibt keine Ausnahmen. Also es gibt kein HTTP mehr, sondern es gibt nur noch HTTPS. Und die großen Unternehmen wie Facebook, Cloudflare, natürlich auch Google, die sind es stark am Pushen. Leider ist es noch nicht so verbreitet. Wir können auch sehen bei CAN-IUs, das ist diese Seite hier, CAN-IUs, HTTP3. Und wir sehen, wir sind da noch partially bei 2,8%, global 0%, also das ist, wie gesagt, noch nicht weit verbreitet. Ein guter Artikel zu Quick ist unter diesem Link hier. Das ist ein Artikel, der beschreibt, was dann alles
drin sein wird. Also Quick ist der Vorgänger von HTTP 3, respektive Google hat damit gestartet, Quick zu bauen. Und dann aber hat sie entschieden, dass dieses Protokoll in ein Standardisierungsgremium soll. Und daraus wird jetzt momentan HTTP 3 gemacht. Das heißt, wenn ich von Quick rede, rede ich ebenfalls von HTTP 3. Das heißt, das könnt ihr euch gerne durchlesen. Hier wird auch gesagt, wie zum Beispiel verschlüsselt wird. Bei TCP sieht man dann zum Beispiel die diversen Flags. Man sieht auch die Sequenznummer. Man sieht, ob etwas acknowledged ist. Und bei Quick zum Beispiel, dort ist viel mehr verschlüsselt. Es gibt natürlich den Source- und den Destination-Port. Es gibt noch eine Connection-ID und über das Flag wird noch gestritten, ob das jetzt verschlüsselt werden soll oder nicht. Aber der Rest ist alles verschlüsselt. Das erhöht natürlich die Datensicherheit, macht es aber bei den Netzwerkausrüstern ein bisschen schwieriger, denn sie wissen nicht, ist jetzt eine Connection geschlossen worden oder kommen einfach keine Daten, weil sie sehen dort nicht rein. Und sie wissen nicht, sollen sie dieses Mapping jetzt abräumen, zum Beispiel in so einer Tabelle, oder sollen sie es dort sein lassen. Es wird relativ stark gepusht. Also wie gesagt, Google steht dahinter Quick und standardisiert jetzt dieses Quick als HTTP3. Und die großen Hersteller wie zum Beispiel Facebook, die werden das einsetzen, weil für sie, wenn der Benutzer dann den Content schnell kriegt, ist das für sie ein Vorteil. Ebenfalls Cloudflare, die sind ja auch dazu da, dass eben also so ein CDN und wenn die Daten noch schneller beim Endbenutzer sind, dann ist das sicher auch ein Vorteil von Cloudflare. Und Quick funktioniert nun so, dass man hier einen Client Hello schickt, direkt mit den Parametern. Das heißt, man macht den Handshake direkt mit den kryptografischen Angaben, die man braucht. Die gehen dann zum Server. Server schickt dann ein Hello zurück, ebenfalls mit diesem mit diesen Connection-Parametern zurück. Und ups. Und dann ist die Verbindung aufgebaut, das heißt, man hat einen Roundtrip und dann kann man die Applikationsdaten schicken. Und unser Beispiel von Australien, wo wir fast 990 Millisekunden gehabt haben, reduziert sich nun auf 330 Millisekunden, bis wir die ersten Daten schicken können. Und das wird jetzt dann bald standardisiert. Ich hoffe, das wird dann bald auch so eingesetzt, sodass wir hier sehr geringe Latenzen haben bei diversen Webseiten und so, dass das Internet allgemein schneller wird. Ein großes Problem bei HTTP 1 war, dass man für jeden Request eine neue Connection aufmacht. Das heißt, man macht einen Request, macht diesen TCP-Handshake, macht den TLS-Handshake, bekommt dann das HTML zurück und dort merkt man, ah, jetzt muss ich noch ein Bild holen. Das heißt, man macht nochmals einen TCP-Handshake, nochmals den TLS-Handshake, bekommt dann diese Daten. Das führt dazu, dass die Verbindung langsam wird. Das heißt, die Latenz führt dann dazu, dass man eben diese Zeiten abwarten muss, bis dieser Handshake durchgeführt wird. Das wurde verbessert in HTTP 2. Das sieht man hier, dass man jetzt hier eine Connection aufmacht. Das heißt, man holt sich dann zum Beispiel das HTML und dann kann man diese gleiche Verbindung wieder brauchen, um dann die Bilder nachzuladen. Und das führt dazu, dass man eben diesen Overhead durch diesen TCP und TLS-Handshake nicht mehr machen muss. Das Ganze ist relativ gut beschrieben in diesem Artikel hier von Cloudflare. Hier habe ich auch die Bilder rauskopiert und das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Das geht relativ stark ins Detail, wie dann noch die Head Compression gemacht wird, auch noch ein spannendes Thema. Bei
Haltet eben 2 gibt es aber noch ein Problem, und zwar ist das eben das Reordering von TCP. Das heißt, wenn mal ein Paket verloren geht, wird so lange mit der Auslieferung gewartet, bis das Paket dann nachgekommen ist. Und das führt dazu, dass zum Beispiel, wenn ein Paket hier bei diesem Example CSS verloren geht, blockiert das alle anderen. Und das funktioniert so. Hier haben wir dann zum Beispiel ein Paket, get.b.css, Teil 1, Teil 1 von einem JavaScript. Das kommt an, das Paket, das geht verloren, und das zweite Paket, das wird dann zurückbehalten, das zweite Paket von b.css, bis dann eben dieses Paket nachgeliefert wird. Und das Blockieren, das ist eigentlich unnötig, weil man hat ja eigentlich schon beide Pakete. Das heißt, das könnte man eigentlich dem User bereits zurückliefern. Bei HTTP3 respektive Quick ist das anders. Dort kann man den Request in Streams unterteilen. Das heißt, in einem Stream kann ich hier mein CSS anfragen, da bekomme ich mal den ersten Teil. In einem zweiten Stream kann ich dann mein JavaScript anfragen, bekomme dann den ersten Teil, oder respektive das ist der Request, das bekomme ich dann, dieses Paket geht verloren. Ich bekomme beim Stream 1, bekomme ich nun den zweiten Teil von meinem CSS, kann das dem Applikationsentwickler bereits zurückgeben, und dieser kann das CSS bereits darstellen. Das heißt, hier gibt es auch eine gewisse Optimierung, und es gibt kein Head-of-Line-Blocking mehr, weil man eben diese Verbindung in Streams unterteilen kann. HTTP und Quick hat eigentlich viele Vorteile, aber es gibt auch Nachteile. Und eines der Nachteile ist, dass eine Tabelle, zum Beispiel eine NAT-Tabelle, Network Address Translation, das werden wir uns ebenfalls noch anschauen, dass diese dann nicht weiß, ist diese Verbindung nur inaktiv oder wurde sie geschlossen, weil eben dort wird in Quick wird alles verschlüsselt, und das heißt, man kann dann nicht mehr sicher sein, kommt da noch was oder wurde diese Verbindung bereits geschlossen. Was ebenfalls ein bisschen aufwendiger ist, ist die Header Compression, weil da kann man noch andere Pakete, vorhergehende Headers referenzieren. Das macht es einem alles ein bisschen komplizierter. Und was man auch nicht vernachlässigen darf, bei TCP gab es ebenfalls ganz viele Optimierungen. Eines davon ist zum Beispiel das TCP Fast Open, wo man bei einer bestehenden Verbindung, also einer Verbindung, die man bereits gekannt hat, einen Three-Way-Handshake nicht mehr machen muss, weil man da so einen TCP-Cookie oder TFO-Cookie bereits ausgetauscht hat. Und deswegen kann man diesen Three-Way-Handshake umgehen und die Verbindung schneller aufbauen. Neben TCP gibt es noch ein weiteres Transportprotokoll, und zwar UDP, auf dem basiert auch HTTP respektive Quick. Und UDP wird neben HTTP 3 auch für DNS verwendet, also Namensauflösungen und um Audio und Video zu streamen. Es ist ein sehr einfaches Protokoll. Es gibt auch keine Garantien. Das heißt, wenn ein Paket verloren geht, dann geht es verloren. Bei Quick ist es so, dass dann dort Quick selber darauf reagiert. Es gibt auch kein Ordering. Das heißt, wenn da Pakete vertauscht werden, dann werden sie vertauscht. Da macht UDP nichts. Und auch wenn Duplikate ankommen, dann kommen Duplikate an. Da kann UDP nichts machen. Im Gegensatz zu TCP ist es sehr einfach. Es gibt den Source Port, Destination Port, eine Länge, eine Checksumme und die Daten, und das war's dann. Und wie gesagt, Quick basiert auf UDP. Das heißt, es baut all diese Mechanismen nach, die TCP braucht. Baut es in diesem Quick nach, verwendet aber das UDP-Protokoll. Neben UDP gibt es noch ein weiteres Protokoll, das erwähnenswert ist, und zwar das Streaming Control Transmission Protocol, SCTP.
Das ist nachrichtenbasiert und hier kann man die Daten in mehrere Streams ebenfalls aufteilen. Es gibt hier auch ein Handshake mit Sync-Cookies, ein Vierweg-Handshake. Und was ebenfalls noch eingebaut wurde, ist das Multi-Homing. Das wird bei HTTP3 auch eingebaut, dass man die IP-Adresse eigentlich wechseln kann und so quasi nahtlos von jetzt zum Beispiel von einem 3 oder 4 oder 5G-Netzwerk ins Wi-Fi wechseln kann, ohne dass der Datenstrom unterbrochen wird. SCTP ist aber nicht wirklich häufig verwendet. Da gibt es auch eine gute Frage bei Stack Overflow. Why is SCTP not much used? Known? Das ist tatsächlich so. Also zum Beispiel bei OpenWRT, das ist eine Router-Software, die ich verwende. Dort muss man das Kernel-Modul dann nachinstallieren, wenn man SCTP haben möchte. Bei Ubuntu gibt es einen Bug Report für die Uncomplicated Firewall. Dort wird zum Beispiel SCTP auch nicht unterstützt. Also dort kann man nicht mal die Firewall dementsprechend konfigurieren. Und wo es aber verwendet wird, ist, es wird bei WebRTC verwendet. Das heißt, WebRTC verwendet SCTP. Das Problem ist aber, weil es eben nicht gut unterstützt wird und auch im Netz, im Internet eigentlich nicht unterstützt wird, wird SCTP dort über UDP getunnelt und UDP-Pakete dann auf den Weg geschickt. Schauen wir uns nun ein Beispiel von UDP an. Da habe ich ein Beispiel mit Java gemacht. Das können wir gleich hier uns anschauen. Das ist ein UDP Server. Das ist dieser hier. Hier habe ich kein Datagram Socket mehr, sondern ein Datagram Packet. Und den kann ich starten. Der läuft dann und ich kann mich dann zum Beispiel connecten mit einem Client, den ich zum Beispiel in Golang geschrieben habe. Auch hier wieder mit diversen Programmiersprachen. Man kann mit Go, man kann mit Java, man kann mit Node, man kann mit Python UDP-Server und Client schreiben. Die können alle miteinander kommunizieren, weil sie eben diesen gleichen Standard verwenden. Das Golang muss ich ganz kurz starten. Der Client. Das ist hier. Der Client ist relativ simpel gehalten. Das sehen Sie hier in diesen vier Zeilen. Hier connecte ich zum UDP, mache eine Connection auf, schreibe dann Anybody There und gebe dann. Und macht dann die Connection wieder zu, wenn die Main-Methode verlassen wird. Und hier sehen wir auch schon ein Problem, weil ich im gleichen Verzeichnis bin, kommt Golang jetzt damit nicht klar. Und da kann ich einfach das Terminal starten und das aus dem Terminal ausführen. Das heißt, ich gehe hier ins Git fs21 go build client.go, dann wird er gebaut und go run client, oder jetzt hat er sogar ein Binary erstellt, genau, Client kann ich starten und bekomme dann auf der Java-Seite, das ist dieses Fenster hier, bekomme ich dann ein Message received, anybody there. Und hier auch wieder ein Beispiel, wo man sieht, eben, dass unterschiedliche Programmiersprachen mit TCP und UDP sehr gut klarkommen. Das Ganze kann man auch noch anstatt mit einem einfachen Go-Client natürlich mit Netcat machen. Und zwar einfach minus U für UDP und gibt dann an
Localhost an den richtigen Port. Das ist wird wahrscheinlich wieder 8081 sein. Ja, 8081. Hallo. Und da bekomme ich dann ein Hallo zurück. Hier noch ein guter Punkt. Das ist die Nachricht von vorher. Da muss man natürlich aufpassen. Ich habe jetzt hier ein Buffer verwendet und den Buffer, den lösche ich danach nicht mehr. Also das heißt, wenn mal Daten vom Vorgänger drin sind, bleiben sie drin. Das ist natürlich brandgefährlich und das ist nur für Demozwecke. Also das ja nie in Produktion einsetzen, das hier. Mit UDP muss man aufpassen, und zwar wenn man selber ein Protokoll schreibt, kann man mit Amplification-Attacken einen Angriff starten, wenn man ein Protokoll schlecht designt. Der Artikel hier, den gibt es unter dieser URL, könnt ihr euch gerne nachlesen. Ich zeige euch dann, wie so ein Angriff funktioniert. Und die Idee ist eigentlich ganz einfach: Wenn man einen Client hat, er schickt 10 Bytes und der Server antwortet mit 100 Bytes, dann hat man einen Faktor 100, einen Faktor 10, wo man quasi die Bandbreite für einen Angriff um den Faktor 10 erhöhen kann. Und das funktioniert so. Ich habe hier einen, den ich angreifen möchte. Dieser Service läuft auf dem Port 8082. Und ups, hier habe ich eben das hier oben, das ist den ich angreifen möchte auf dem Port 8082. Hier unten ist dann der Server, der ein Protokoll hat, weil es nicht so gut implementiert ist. Das heißt, ich mache einen Request mit wenig Daten, bekomme dann viel Daten zurück. Und ich habe einen Angreifer, der schickt in diesem Beispiel, schickt er 6 Bytes an diesen Server, und der Server antwortet dann oder würde dann mit viel mehr Bytes antworten. Was ich dem Server aber noch mitschicke, ist, dass ich eigentlich von einer anderen Adresse diesen Request schicke. Das heißt, ich kann eigentlich den Port setzen, ich kann die IP setzen, woher das Paket eigentlich kommt. Und wenn dieser dann das Paket erhält, sieht er, ah, okay, es scheint von diesem Rechner zu kommen, dann schicke ich die Antwort an diesen Rechner. Und der Angreifer konnte mit 6 Bytes eine wesentlich größere Last erzeugen als die 6 Bytes. Also mit dem Faktor 10 hätte er dann 60 Bytes zu diesem Angreifer geschickt, und so kann der Angreifer mit einem Multiplikator seine Gegner angreifen. Um das auszutesten, braucht man ein spezielles Tool, HPing 3, wo man dann selber den Port nochmals angeben kann, weil sobald ich in einer Programmiersprache wie zum Beispiel Go oder Node oder Java das versuche, dann wird das nicht funktionieren, denn sobald ich Dial UDP aufrufe und dann sagen möchte, ja, aber meine Rücksendadresse ist eigentlich komplett eine andere, das lassen diese Frameworks oder diese Sprachen erst gar nicht zu, und ich muss mir so mein IP-Paket quasi selber zusammenbauen. Diese Angriffe, die passieren eigentlich tatsächlich, die wurden auch ausgenutzt. Und zwar häufig durch ein Protokoll, entweder ein DNS-Protokoll oder durch ein NTP oder Memcache gab es auch noch eine Amplification-Attacke, weil sie eben auch ein Request war kleiner als ein Reply, und NTP war ebenfalls einer dieser Protokolle, die das erlaubt haben.
Und damit kann man dann eben diese Angriffe machen und mit wenig Bandbreite eigentlich viel Schaden anrichten. Ein guter Artikel, könnt ihr euch sicher gerne mal durchlesen. Gut, dann probieren wir es mal aus. Und zwar greifen wir mit diesem Tool, mit diesem Pentesting-Tool, greifen wir diesen Service an. Also, ich habe auf der einen Seite habe ich hier diesen UDP-Server, der ist in Java geschrieben und anstatt dass ich nur den Uppercase mache, schicke ich dann noch hier diesen zusätzlichen String mit, Message Received. Der läuft noch, das ist gut. Wir haben jetzt hier unseren Victim und er hört auf UDP Listen auf Port 8082. Und wir haben hier mit HPing, habe ich installiert, genau. Muss ich noch ein File erstellen. Test, das sind unsere Daten, die ich schicken möchte. Hallo, also mit dem New Line sind das dann 6 Characters. Und hier habe ich ebenfalls den Befehl, wie man so einen Angriff starten könnte. Das ist dieser Befehl hier. Eben Server läuft, Victim läuft und hier muss ich noch angeben, was für Daten das wir schicken möchten und was ich hier mache ist, oh, jetzt muss ich noch schauen, was für eine IP-Adresse das ich habe. Das heißt, ich schicke auf die IP-Adresse 166 auf den Port 8081, das ist dieser Server hier, schicke ich die Daten Hallo, die haben eine Länge von 6 und sage, ja, ich komme eigentlich gar nicht von hier, sondern ich bin eigentlich 8082 und das ist hier diesen, den wir angreifen möchten. Und das führe ich nun aus. Und muss noch angeben C1, das heißt, wir wollen das nur einmal machen. Und bekomme dann hier Message Received, Hallo, das ist noch aus dem Buffer vom letzten Mal. Und hier sehen wir mit 6 Bytes, also wenn wir jetzt den Buffer, den lösche ich ganz kurz mal, wir starten es nochmal. Oder machen wir es richtig, und zwar. Sobald wir die Nachricht erhalten haben, machen wir hier einfach einen New. Das sollte auch schon reichen. So. Das heißt, hier höre ich immer noch und hier mache ich jetzt den Angriff. Und wir sehen, ich habe ein Hallo geschickt. 6 Zeichen und ich habe oder respektive der Server hier, dieser Server hier hat dann wesentlich mehr Zeichen an diesen Angreifer geschickt. Das würde ich sagen, ist ungefähr ein Faktor 3 jetzt. So konnte ich meine Bandbreite multiplizieren und mein Angriff kommt mir so günstiger. Genau. Das heißt, wenn ihr ein UDP-Protokoll entwerft, immer aufpassen, dass so etwas möglich ist. Und bitte nicht im Netz testen, das ist nur für wissenschaftliche Zwecke. Gut, zum Abschluss wollen wir noch die einzelnen Transportschichten miteinander vergleichen. TCP, UDP und SCDP, alles sind Transport. Schichten und eine sehr gerne gestellte Prüfungsfrage ist HTTP oder Quick 3, ist das auch eine Transportschicht, also gehört das zu Layer 4 oder ist es eher Layer 7?
Man kann argumentieren, es ist eigentlich Layer 4, weil dort noch das mit dem Packet Reordering reinkommt. Man kann aber argumentieren, es ist Layer 7, weil dort noch die Security drin ist. Auch dort sieht man, es gibt keine klaren Abgrenzungen und es ist nicht so wie in den Lehrbüchern beschrieben, da ist eine Grenze und so ist es, sondern das muss man sich eben im Kontext anschauen. Dann TCP ist verbindungsorientiert, UDP ist verbindungslos, SCP ist verbindungsorientiert. TCP garantiert, dass die Pakete ankommt, respektive wenn etwas verloren geht, wird es nochmals angefragt. Bei SCTP ebenfalls und UDP ist, wenn es verloren geht, dann geht es halt verloren. Bei TCP hat man Streams, bei SCTP hat man Messages und bei UDP hat man auch eine Art Message, also quasi dort hat man diese Datagrams. TCP garantiert die Order, UDP garantiert sie nicht und bei SCTP kann der Benutzer auswählen, was man haben möchte. TCP und UDP werden häufig verwendet. SCTP wird bei WebRTC verwendet, dort aber wird es dann über UDP getunnelt, weil sonst diese STP-Nachrichten sehr wahrscheinlich im Internet nicht geroutet werden. TCP bietet Flow und Congestion Control, SCTP ebenfalls, UDP bietet das nicht an und eben Quick macht das dann in dieser Library, dass dort dann die Flow und Congestion Control gemacht wird. TCP wird als Heavyweight angeschaut, das ist also eine komplizierte Implementation, komplexe Implementation, SCTP auch und UDP ist da eher leichtgewichtig. Was die Headers angeht, TCP hat eine Headergröße von ungefähr 20 Bytes, UDP bloß 8 und SCTP 12. Alle haben Error-Checking drin, TCP und SCTP haben Recovery drin, UDP hat keine Recovery drin. Das wär's von den Protokollen. Hier nochmals eine Zusammenfassung. Wir haben ja uns diese 8 Irrtümer angeschaut für ein verteiltes System. Da hat es auch geheißen, das Netzwerk hat keine Latenz. Das haben wir gesehen, das stimmt nicht. Und je nachdem, was man verwendet, wenn man jetzt TCP mit TLS 1.2 verwendet, hat man 3 Roundtrips, wenn man jetzt HTTP 3 verwendet, hat man plötzlich nur noch einen Roundtrip. Das heißt, dort spielt die Latenz eine wichtige Rolle. Und je schneller die Daten beim User sind, desto glücklicher ist der User, desto mehr kauft dann auch der User hoffentlich und desto besser ist dann die Website. Also es hat eben doch einen Einfluss, wie schnell das die Seite geladen wird, obwohl man auch eine gewisse Location Transparency haben möchte. Dass man eigentlich nicht sich darum kümmern muss, wo sind diese Daten, wo sind diese Replikas, aber eben es spielt doch eine Rolle, wenn jetzt eine Anfrage hier passiert, die Daten sind irgendwo in Australien, dann geht es halt eine Zeit. Aber eben mit neuen Protokollen versucht man diese Zeit zu reduzieren und ist jetzt bei einem Roundtrip angekommen, das dann in Zukunft bald von den meisten Browsern dann auch eingesetzt wird.